Hallo Leute, das heutige Thema ist, wenn man wegen einer Schwerbehinderung gekündigt wird. So, wenn man zum Beispiel auf den freien Arbeitsmarkt als Behinderte arbeiten tut, ist ja normalerweise so, der Arbeitgeber darf euch nicht wegen eurer Schwerbehinderung, zum Beispiel man sitzt im Rollstuhl oder man hat eine geistige Behinderung oder auch andere Formen von Behinderung, darf der Arbeitgeber euch deswegen nicht kündigen. Und es gibt ja noch für Arbeitgeber, also noch ein kleines Gesetz. Also jeder Betrieb, der über 20 Mitarbeiter jetzt zum Beispiel hat, muss das mit 5% mit Behinderung ersetzen. Ansonsten bezahlen die eine Strafe dafür, eine kleine. Und wenn man dann dort bei dem Betrieb dann endlich ankommen ist, man hat einen Arbeitsvertrag und man kann dort arbeiten. Man darf dann nicht wegen seiner Schwerbehinderung gekündigt werden. Und warum werde ich jetzt einfach mal erläutern? Man darf einfach über die Person nicht einfach kündigen, weil Behinderte sind ja so allgemein etwas besser geschützt als andere Arbeitgeber. Man kann die nicht so leicht kündigen. Aber auch ein Mensch mit einer Behinderung kann man fast genauso schnell kündigen wie mit einem, der halt eben keine Behinderung hat. Man muss sich einfach nur an die Vorgabe halt dementsprechend auch halten. Es geht ja darum, wenn man zum Beispiel irgendwo arbeiten tut, ich sag mal zum Beispiel als Maler zum Beispiel, dein Chef darf dich wegen deiner Behinderung dich nicht kündigen. Sondern es muss vorliegen, dass es über andere Gründe gäbe, warum der Chef dich kündigen will. Zum Beispiel, du kommst immer so spät oder du meldest dich nicht richtig krank. Dann kann der Chef dich natürlich kündigen, aber sonst natürlich nicht. Und falls ihr in der Lage seid, wo ihr, sag ich mal, denke tut, der Chef tut mir nur wegen meiner Behinderung mich kündige zum Beispiel und ihr denkt, das liegt wirklich an meiner Behinderung und ihr habt dann sonst, sage ich mal, nichts falsch gemacht, dann müsst ihr auf jeden Fall am besten selbst wissen, dann kann man dagegen, falls ihr einen Anwalt haben sollte, könnt ihr auch mit Anwalt gemeinsam dagegen vorgehen und wenn halt ihr oder wenn der eben nicht wirklich nachlegen kann, dass ihr wirklich, sag ich mal, nicht gekommen seid auf die Arbeit oder so, oder was anderes falsch gemacht, was jetzt nichts mit eurer Behinderung zu tun hat, könnt ihr natürlich den Job auf jeden Fall jederzeit wieder mit einem Anwalt oder über das Gericht zum Beispiel auf jeden Fall wiederbekommen. Müsst ihr einfach mal gucken, ihr in dem, falls ihr das schon mal erlebt habt, aufgrund eurer Behinderung wurdet ihr gekündigt, weil es geht natürlich nicht, dass man Menschen mit einer Behinderung gekündigt wird, weil viele Arbeitgeber bezahlen ja immer noch viel, viel lieber den Betrag, wo man halt eben, wenn man keine Menschen mit Behinderung einstellen tut und der Betrieb hat über 20 Mitarbeiter, muss man eine Ausgleichsabgabe bezahlen. Aber die finde ich leider ist noch viel zu gering, weil es gibt so viele Menschen mit Behinderung, die gerne arbeiten wollen. Viele wollen ja auch nicht in eine Behindertenwerkstatt, sondern lieber in die freie Wirtschaft. Und viele Menschen mit Behinderung haben dort auf jeden Fall schwer, weil die meisten, selbst sage ich mal, lehnen die da auf jeden Fall ab und lassen die nicht mehr für ein Praktikum ein. Wenn ihr hört, derjenige ist noch schwer behindert, dann stell ihn wieder einfach nicht ein. Gut, es war sein gutes Recht, um das zu entscheiden, aber weil jeder hat einen Job verdient, jeder will, sag ich mal, Geld verdienen für eine Wohnung oder andere Dinge zu finanzieren, weil sonst bekommt der Mensch mit Behinderung, sag ich mal, später keine bis kaum Rente. Und das heißt im Prinzip, derjenige stirbt an alter Armut, weil er halt eben kein Geld hat für sich, wenn er zum Beispiel in die Rente ist, 65 für sich dementsprechend was zu kaufen.
Und deswegen muss man halt eben gucken, dass die Gesellschaft sich halt eben, sag ich mal, sich dementsprechend auch verändert tut, dass man auch WFH die dementsprechenden Job, die man gerne haben will, auch dementsprechend auch bekommen tut. Aber wie schon gesagt, die meisten Arbeitgeber sagen der meiste direkt von vornherein nein. Und da muss der WFH sich etwas in die Gesellschaft allgemein etwas verändern. Weil viele werden ja auch als Trüppel oder als Monster abgezeichnet. Und das geht da einfach nicht, weil früher war es also auch schon extrem, ganz, ganz früher, vor einige paar Jahre, war es sogar noch extremer. Und heutzutage ist es zwar etwas besser geworden, aber nicht so, wie man sich wünscht. Viele Menschen haben gegen die Vorurteile oder andere Dinge. Oder finden die einfach nur eklig? Weil, müsst ihr mal vorstellen, viele Zweifel sind entweder blind oder habe zum Beispiel einen kompletten Arm verloren. Und aus dem Grund bekommen wir dann die wenigste, sage ich mal, Arbeit. Und dann sagen die meisten Arbeitgeber sofort zu alle Schwerbehinderte oder allgemein Behinderte sofort nein für, sage ich mal, nur zur Arbeit. Und ich bin mal so eingestellt, das geht da einfach so nicht, wenn die viele Arbeitgeber die immer ablehnen. Es gibt zwar bestimmt auch einige nette Arbeitgeber oder Nehmer, die das auch zulassen würde, aber es gibt so viele, die sind nur auf ihr Erfolg eingestellt oder auf ihr Gewinn. Und der denkt da einfach, mit einem normalen Mensch, der über alles kann und der keine Behinderung hat, mit der kann ich viel, viel mehr in einem Jahr einen zusätzlichen Gewinn bekomme, wie mir ein Mensch bei einer Behinderung. Und das ist erstmal die erste Linie falsch. Es gibt so viele Behinderte, die haben für unterschiedlichste, sage ich mal, Talente, um dementsprechend auch was zu machen. Es gibt zum Beispiel auch einen Behinderte, der hat zum Beispiel ein sehr, sehr gutes Denkvermögen, was zum Beispiel viele andere normale nicht haben. Weil der kann zum Beispiel extreme viele Sachen merken, obwohl er zum Beispiel ein Bein verloren hat. Aber der kann sich super viele Sachen merken, der kann super geile Bilder malen zum Beispiel, oder der muss gerade mal eine Stadt sehen und dann kann das eins zu eins nachmalen, um diese Stadt überhaupt nochmal zu sehen. Sogar mit Fantasy oder Personen, die da unten rumgelaufen sind, kann dir das eins zu eins natürlich nachmalen. Und deswegen könnt ihr gerne mal die Kommentare schreiben, was ihr darüber denken tut, wie man damit denn umgehen muss mit die 1SF. Oder habt ihr vielleicht eine Idee, was man da in die Gesellschaft vielleicht bewegen kann, um auch dort etwas, sag ich mal, zu verändern oder zu bewegen? Das könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen, weil es geht da einfach nicht, wenn derjenige eine Behinderung hat und aufgrund deiner Behinderung wird er halt eben abgelehnt. Weil viele Menschen mit Behinderung suchen ja schon seit über 10 bis 20 Jahren oder teilweise sogar deutlich länger, bis derjenige mal einen Job für sich bekommt oder finden kann. Weil einfach über. Ich schätze einfach mal so ganz grob, weil über 90% der Arbeitgeber lehnen die dann einfach ab. Die sagen dann, das können wir nicht verantworten, das geht nicht und hin und her. Und wie soll man denn also mit das Thema jetzt zum Beispiel umgehen? Könnt ihr dann gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr da für Erfahrungen zum Beispiel gesammelt habe oder ob ihr das auch kennt. Oder viele, sag ich mal, Arbeitnehmer wollen da auch die, also dann denen, die jetzt zum Beispiel behindert sind, einfach nicht den Mindestlohn ausbezahlen. Weil die sagt, er hat eine Behinderung und kann da einfach nicht die Leistung bringen, die der eigentlich wie ein normaler Mensch ohne Behinderung eigentlich bringen kann. Oder sich darin einbringen kann, die Arbeit. Aber ich finde, wenn man so weitergeht, dann geht die Welt auf jeden Fall dadurch ran kaputt. Einfach nur weil viele Leute, sag ich mal,
extrem auf ihr Gewinn fixiert sind, versuchen die die Welt einfach auszubeuten. Und das geht einfach nicht so klar, wenn man halt eben da nicht richtig mit das Thema halt eben umgeht. Weil viele sind so eingestellt, Gewinn, Gewinn, Gewinn und immer mehr und mehr, zum Beispiel von Geld zum Beispiel. Und das Thema könnt ihr euch gerne mal in die Kommentare schreiben, was euch noch so über das Thema einfällt. So wie schon gesagt, könnt gerne mal eure Meinung über das Thema gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Und am besten wäre dann, wenn ihr Video auf Facebook oder sonst wo teilen tut, also vielleicht andere Arbeitgeber dieses Video vielleicht mal sieht und sich darüber vielleicht mal Gedanken macht. Vielleicht kann man sich ja dann da irgendwas, sag ich mal, gemeinsam aufbauen. So, auf jeden Fall könnt ihr es gerne teilen und schickt einfach mal rum an viele Arbeitnehmer vielleicht. Und dann würde ich mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute, und haut rein!